Ach, die Pyramide. Na, das kann was werden. Willkommen zurück, die Pyramide. Das kann was werden. Moment mal. Wir könnten mal schnell, solange ich hier draußen bin, noch die Sonnenschutzmäntel anziehen. Sollte jetzt, glaube ich, eine Zeit lang, bis das. Ja, genau. Bis er gemerkt hat, dass ich die angezogen habe. So, wir gucken uns aber kurz noch hier draußen um, ob hier noch irgendwas liegt. Ich war hier, glaube ich, schon. Und habe schnell irgendwelche rumliegenden Sachen oder so mitgenommen. Aber wir laufen einmal noch schnell rum und gucken, ob hier vielleicht noch was liegt. Und dann ab rein da. Ach, ich erinnere mich vor allem noch an die Pyramide aus dem Einser und Gott hat es lange gedauert, sich darunter zu kämpfen. Die Pyramide war zusammen mit Abraxas Turm, glaube ich, der größte Dungeon. Und sich darunter zu kämpfen mit den ganzen Mumien, die dich alle 2 Sekunden verflucht haben. Boah. Ja, mal gucken, ob das hier auch passiert. Ich würde sagen, nichts wie rein. Da wären wir wieder. Ach ja, ich erinnere mich. Hier gibt's ja. Oh nee, hier gibt's die. Hier gibt's überall solche Giftfallen. Oh ja, ich erinnere mich. Hier gibt's überall diese Giftfallen. Ich meine, ich könnte mich theoretisch auch einfach zurückteleportieren und könnte dann immer die Särge benutzen, um mich zu heilen. Was, das heilt ihn? Ja, wenigstens hat's Wallner reflektiert mit seinem Spiegel. Lasst es, wie er sich ständig selber heilt. Was, minus 100? Das habe ich ja noch nie gesehen. Boah, schau, da geht's mit dem Fluchen schon los. Könnt ihr eigentlich auch mal treffen? Explosion. Zack, da wäre, wenn ich's schon kann. Die halten ganz schön viel aus. Ich meine, die ist zwar ungefähr jetzt für mein Level gedacht. Die Pyramide, aber ich bin gerade am Überlegen, ob ich vielleicht warten soll, bis ich nochmal ein paar Level draufgelegt habe oder so. Oh, diese Fallen. Oh, diese Fallen. Ja, ich meine, ich könnte ja. Es gibt ja diesen Skill Fallen entschärfen, den ich ja theoretisch benutzen könnte. Aber ich will da keine Punkte investieren. Ja, Krankheitsserum, vielen Dank. Davon werde ich noch eine ganze Menge brauchen. Egal, wir kämpfen uns da jetzt runter. Das wird zwar eine Zeit dauern, aber wir kämpfen uns da jetzt runter. Oh. Oh ja, das wird lustig. Oh. Okay. 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 Vergiftet, vergiftet, vergiftet. Okay, vielleicht warte ich doch noch. Vielleicht warte ich doch noch. Vielleicht warte ich doch noch. Ich glaube, ich habe es mir gerade anders überlegt. Ich glaube, wir gehen uns jetzt erstmal heilen, dann gehen wir nochmal Raron foltern. Und dann könnten wir ja mal schauen. Habe ich denn überhaupt noch irgendwelche Quests? Ich überlege gerade. Also zumindestens, wenn ich in die Pyramide geben, muss ich mir noch ein paar Anti-Krankheitsserien, glaube ich, mitnehmen. Ich habe nur noch 20 Stück und jede Falle, wenn ich durch eine durchlaufe, kostet mich direkt mal 4 mal
dieses Serum, um die ganze Gruppe da zu heilen. Ich weiß gar nicht, ich hatte, glaube ich, mal ein Amulett mit Giftschutz. Aber das habe ich mittlerweile, glaube ich, nicht mehr. Schutz vor Blutend und Fluch, ja, das habe ich mittlerweile, glaube ich, nicht mehr. Es wäre vielleicht mal eine Idee, weil oben bei dem Siphon heißt er, glaube ich, kann man vielleicht dieses Giftamulett mal kaufen. Weil es gibt auch eine ganze Menge von diesen Giftfallen. Ich glaube, ich nehme die mal mit und dann könnte ich eventuell wieder zurückgehen. In die Pyramide. Komm, wir kämpfen uns da jetzt runter. Komm, wir kämpfen uns da jetzt runter. Und hat das überlebt? Tja. Der mächtige, mächtige Elras. Gut, vielleicht ist der Elras-Geist in ihm stark, aber der Körper, den er sich genommen hat, einfach schwach. Der Körper ist halt nur ein Mensch. So. Dann holen wir uns mal von ihm hier ein paar Amulette. Ihr grünes Amulett, Schutz vor Gift und krank. Weißt du was, gib mir das Ding mal viermal. Plus 30 Abwehr, oha. Plus 18 Abwehr, Schutz vor Verwirrt. Ja, der verkauft eigentlich mittlerweile schon ein paar interessante Sachen. Naja. Bei euch war ich auch schon länger nicht mehr. 3 Heiltränke, Regenerationselixiere, 10.000 Fehler. Ganz ehrlich, diese Diebe haben mich so gerettet. Diese Diebe haben mich so gerettet einfach nur. Wie viele Seelen habe ich denn? Nicht, dass ich 16 Seelen, also habe ich noch eine ganze Menge Platz. Na gut, dann gehen wir mal zurück. Wir speichern nochmal schnell zwischen. Und dann gehen wir zurück in die Speichern. Hier. Zuflucht. Moment, wir könnten doch schnell einmal schnell Blut saugen. Habe ich hier drin nicht jeden umgebracht? Oh ja. Eine ganze Menge Menschlichkeit habe ich da drin verloren. So, ab zurück. Gruppe ist wieder vollgeheilt. Wir haben jeweils Schutz vor Gift. Wir können zurück. So, Giftamulett, 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 Giftamulett. Aber gerade auch der erste Skorpion hatte einfach richtig Lust. So, da werden wir wieder. Oh, und direkt stehe ich wieder neben dem Skorpion. Stimmt, ich vergaß. Das resettet dir. Ah, wenigstens 2 Crits. Okay. Wir kämpfen uns da jetzt schon runter. Was macht eigentlich Elaine gegen die? Weil Feuer bringt, glaube ich, nicht so viel gegen die. Stummheit eventuell. Ja, sie könnte ja Lambda Frost probieren. Auch wenn es nicht allzu oft funktioniert, aber... Okay, weiter geht's. Moment, ich bin wieder oben. Ja, das mit den Fallen wird mir häufiger passieren. Ach, jetzt, wo ich gerade diese Eimer da sehe, ich glaube, es ist irgendwo in der Pyramide ist so ein Rätsel, wo man eine bestimmte Anzahl an Filar auf diese Töpfe aufteilen muss. Ich weiß gar nicht mehr, wie das ging. Wie bitte? Ich habe nichts gehört. Geht das schon wieder los? Ja, Walner neigt wohl immer noch zum Bad. Ein widerliches Lachen. Jetzt ist es aber still. Das nimmt wohl kein Ende, was.
Glaub bloß nicht, ich würde dich nicht beobachten, Bursche. Ein Fehler noch und du bist tot. Ja, träum ruhig. Deine Zeit ist vorbei, Ostra. Deine Existenz wird bald zu Ende sein. Wir werden dich bestrafen. Kommt, meine Brüder. Da laufen sie alle im Burgenkampf. Oh, ich würde nie ihre Animation vergessen, wenn sie meine Söldner da töten. Ja, ob ihr Ostra besiegen werdet, da wäre ich mir jetzt nicht so sicher. Ja, das gefällt mir ganz und gar nicht. Ich fühle mich irgendwie nicht besonders. Ich hasse diese Gedanken. Ja, sag Bescheid, wenn es zu viel ist, dann töten wir dich. Aska, schon gut, schon gut. Ach ja, ich erinnere mich. Erstmal darunter. Dieser Part hat mich gerade irgendwie an die Teleporter. Ach, als ob dieses Ding sogar durch die Gift. Als ob die durch die Giftdinger durchschlägt. Die Nadel des Schmerzens. Des Schmerzes. Das macht 200... Oh Gott, das muss ich dem Werwolf geben. Die Nadel des Schmerzes ist so gut. 200 Geschicklichkeit macht aber den Nutzer rasend. Das ist perfekt für den Werwolf. Das ist perfekt für den Werwolf. Ach, guck an, jetzt kann ich wieder zurück. Das war genau das, was ich hätte drücken sollen. Okay, komm mal her. Ich will mal... Mein Werwolf darf jetzt gleich mal seine 200 Geschwindigkeit austesten. Wie schnell er jetzt einfach ist. Das müsste halt nur noch treffen. Die Nadel des Schmerzens ist so der Part, wo ich jetzt eigentlich in jedem Kampf einfach warten könnte. Weil der Werwolf, er kann später selber sich selber rasend machen mit so einem Berserker-Zauber. Und das ist dann der Part, wo man eigentlich warten kann und ihn die ganzen Kämpfe machen lassen kann. Dieser Werwolf ist so gut. Natürlich könnte man die Nadel des Schmerzens auch irgendwem anders geben. Einem Vampirlord oder so, aber der Werwolf ist einfach so gut. Teufelshand. Oh, das ist schon wieder irgend so ein das ist, glaube ich, ein Knüppel oder so. Jetzt kriege ich schon mal Artefakte und ich kann sie nicht benutzen. Ah ne, das ist ein Schild. Ich dachte, es wäre ein Knüppel. Schild der Medusa. 98 Abwehrschutz vor Stein. 10 Angriff, 7 und... Hier, 100 Abwehr, 20 und Feuerschutz. Mal gucken, was das für einen negativen Statuseffekt macht. Geh weg! Brauchen wir eigentlich mal Heilung? Der Einzige, der sich nicht von selber heilt. Okay, komm nur her. Los, Werwolf, tu, weswegen du hier bist. Mir kommt es immer noch so ein bisschen vor, als macht er immer noch ein bisschen wenig Schaden, aber das kommt schon noch. Kann man die überhaupt vergiften? Ich meine, es sind Skorpione. Kann man die vergiften? Wahrscheinlich nicht. Hat sie Lane jetzt erwischt? Nee. Es wird dauern, mich hier runter zu prügeln. Ja, das wird dauern, mich hier runter zu prügeln. Ich wünschte, man könnte dem Werwolf noch was geben. Ich meine, Accessoire ist schon mal nicht schlecht. Im Dreier kann man ihm ja nicht mal mehr ein Accessoire geben.
Was ich schade finde. Deswegen sollte ich mal lieber nicht zu viel verlangen. Gut, was will ich dem noch geben? So Klingen für seine Hände oder so. War das nicht so, dass Schwäche vielleicht auch irgendwie den Zauberangriff runtergemacht hat? Also ich glaube, wenn ich mal einen anderen Helm für sie habe, was ich momentan nicht habe, dann gebe ich Talamun mal in Yola ab, glaube ich. Autsch. Beziehungsweise nicht in Yola, sondern in Yalun. Weil Schwäche ist halt blöd. Ich meine, auch wenn die Zauber natürlich ganz cool sind, aber meistens greife ich halt normal an. So, kann man die vergiften? Testen wir das doch mal. Gut, das habe ich jetzt auch ehrlich gesagt irgendwie nicht geglaubt. Dass man die vergiften kann. Aber ich habe doch noch ein paar andere hübsche Zauber gelernt. Ihr Giftnebel trifft alle Gegner. Ja, das könnte sie jetzt die ganze Zeit machen. Dass du hier unten kein Blut saugen kannst. Im Dreier hast du auch so häufig kein Blut von den Leuten saugen können. Da gab es zwar, also die meisten Monster waren entweder Vampire, gegen die du halt gekämpft hast, oder irgendwelche anderen Viecher, und du konntest nicht, das war, oh, und kein Blut saugen und es ging einfach nix. Es war manchmal ganz schön. Es gab da so einen Zauber, so Stein zu Fleisch oder so, dass man doch Blut saugen konnte. Aber das in jedem Kampf zu machen, um dann Blut saugen zu können, war ein bisschen unpraktisch, fand ich. Ja, du könntest eigentlich von mir aus ruhig rasend werden, aber mit Schwach ist das natürlich ein bisschen blöd. Ja, aber dann bringen mir die... Dann bringen mir die... Dann bringen mir die Giftamulette gar nichts, wenn mich das gar nicht vor dem Boden schützt, sondern nur vor den Skorpionen. Weil wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass so ein Skorpion mich... Naja, okay, der sticht mich eigentlich auch relativ häufig. Wie wär's denn mal mit kalter Schlaf? Wenn sie schon ein halbierter Blutverbrauch haben, sollte ich das vielleicht auch häufiger nutzen. Sie macht sowieso im Nahkampf keinen Schaden. Aber das übernimmt der Werwolf sowieso. Alles, was mit Schaden zu tun hat. Okay, wir haben neue Gegner. Was haben wir denn hier? Ah, das sieht aber aus, als könnte man hier Blut saugen. Oder? Ja, man kann Blut saugen, zwar nicht besonders viel. Hast du vielleicht noch ein bisschen was? Ja! Okay, sehr schön, das sind meine neuen Lieblingsgegner. Was? Der saugt einfach Blut zurück. Egal, es sind trotzdem meine neuen Lieblingsgegner. 360, der kann Licht der Vergeltung. Oh nee, jetzt wird der auch rasend. Blut? Blut. Autsch, ich sehe es eh kommen, dass ich mich hier noch 100-mal verlaufen werde. Warum nicht?
Ja, kommt nur her. Ich versuche immer noch, ihn ein bisschen auszuweichen. Okay, als nächstes, Aska bräuchte was. Ehrlich? Ich sehe schon, das hier unten wird... Das hier unten wird dauern in der Pyramide. Ich habe die Pyramide immer so ein bisschen rausdrücken wollen. Auch schon Vampire Stone 1 wollte ich immer so ein bisschen rausdrücken. Weil kaum Gegner, an denen du Blut saugen kannst und Gift und sowas. Ja, jetzt können wir mal rausgehen. Jetzt können wir mal mit Zuflucht das mal rausgehen und uns mal... Ich kaufe mir noch ein paar Anti-Krankheitsserien. Das ist übrigens daneben dran das Rätsel, was ich meinte. Ich weiß nicht mehr, wie das funktioniert. An der Wand steht etwas geschrieben. Lass uns doch mal schauen. Wie er mich extra darauf hinweist, ich hätte es nämlich nicht bemerkt. Weil jetzt probiere ich ihn nochmal zu foltern. Er soll mir endlich mal alles erzählen, was er weiß. Und dann nehme ich mir noch ein paar Anti-Krankheitsserien mit. Ich glaube auch, das Giftamulett brauchen wir nicht. 30 Abwehrschutz vor Blutend und Fluch. 30 Abwehrschutz vor Lähmung. Und Aska kriegt den Stachelring. Lohnt sich das hier mittlerweile? 1380 Fehler. Ja, da kaufe ich mir noch ein paar Antikrankheitsserien. So, lieber Raron. Dir muss doch auch klar sein, dass du immer gefoltert wirst, wenn du mir nicht erzählst, was ich wissen will. Könnt ihr mal was anderes nehmen? Ich nehme sonst immer Blitz, nehmen wir halt mal ein bisschen Eis dazu. Und ein bisschen Feuer. Und ein bisschen Blitz. Und jetzt erzähl uns was. Jetzt komm, erzähl uns was. Na also, jetzt rede endlich, du Wurm. Oh nein. Was, den brauchen wir nicht länger zu foltern? Was? Okay, dann habe ich zumindest alle Leute, die man nur foltern kann, habe ich alles Nützliche aus denen rausgeholt. Jetzt speichern wir mal wieder, weil der nächste Angriff muss eigentlich echt bald kommen. Speichern hier. Der nächste Angriff muss wirklich bald kommen. So, holen wir uns mal noch ein paar Antikrankheitsserien. Ich glaube, der Itemladen war irgendwo hier. Jedes Mal, wenn ich Blut saug, kriegt man ja, glaube ich, auf schwer, auch wenn es keiner gesehen hat, kriegt man, glaube ich, Kopfgeld. Also jedes Mal, wenn ich hier zubeiße, steigt mein Kopfgeld. Zum Glück sinkt meine Menschlichkeit nicht. Aber ich krieg trotzdem jedes Mal ein bisschen mehr Kopfgeld. So, gib mir mal noch ein paar Antikrankheitsserien. Ich sag immer Antikrankheitsserien, weil sie halt so im Einser hießen. 40 Stück sollten erstmal reichen, oder? Jetzt weiß ich gar nicht mehr, ob ich auf der Weltkarte gespeichert hatte. Ich glaube schon. Aber wir gehen auf Nummer sicher. Weil theoretisch ist es bald wieder soweit. So, ab zurück. Gespeicherter Ort. Da gibt es noch eine ganze Menge zu tun. Hier steht, das Gewicht des Geldes verteilt auf 4 Schultern. 200 sind mehr als 300. 300 sind mehr als 400. Verteile das Maximum. Und ich erinnere mich. Wenn 200 mehr als 300 sind und 3 mehr als 400, dann ist 200 das Höchste und das Maximum verteilen, dann müssen überall 50 rein. Kann das sein?
Also wenn es nicht mit so einem Schwachsinn, dann muss hier überall 50 rein, kann das sein. Der Topf ist eine Münze, bisher sind 0 Fila drin. Was sollen wir denn reinschmeißen? 15. Wenn das nicht stimmt, dann weiß ich's nicht. Das erinnert mich ein bisschen an das Grufträtsel von Tradern, wo ich als Kind stundenlang rumgeratet habe und dann nicht weitergekommen bin. Ah, na guck doch mal einer an. Wollte schon sagen. Oh nee, wetten, die ist jetzt verschlossen. Oh Gott sei Dank. Karte 20. Also wenn die Karte so gut versteckt ist, dann ist da mit Sicherheit ein Artefakt drin. Schauen wir mal, ob wir die lesen können. Moment, das könnte... Moment mal, sollen wir uns das Ding gleich mal holen? Also wenn diese Karte so gut versteckt war, hinter einem Geheimgang und hinter Schlösser öffnen, dann muss doch da was Ordentliches drin sein. Warte mal, die will ich mir gleich mal anschauen. So, ich meine, das war hier. Schauen wir uns die Karte nochmal schnell an. Ja, das ist es hier schon. In der Mitte von so zwei Palmen speichern. Das ist es hier schon. Oder? Ja, das ist es, glaube ich. Da unten ist es irgendwo. Geht mir aus dem Weg, ihr schwächlichen Viecher. Irgendwo hier muss es sein. So, Walner Blutsaugen. Wahrscheinlich sind sie gar nicht so schwächlich. Wahrscheinlich machen sie mich jetzt richtig fertig. Boah, wie sie es alle extra auf Walner machen, um sich selber zu heilen. 14 Schaden, jawohl. Haben wir sie wenigstens vergiftet? Ja, okay. Guck an, die sind gar nicht so schwächlich. Also in der Truhe ist jetzt aber besser was richtig Gutes drin. Ja, Elaine mit ihrer Schwäche. Ich bin da irgendwie immer noch so kein Freund von. Ich glaube, dass sich dieser Helm nur bei Bosskämpfen wirklich lohnt. Wenn Elaine halt wirklich viel am Zaubern ist, was sie jetzt hier momentan kaum ist. So, irgendwo hier sind wir aber richtig. Gibt einfach die Hälfte von seinem Blut aus. Oh verdammt, jetzt bin ich doch reingerutscht. Nein, hier ist doch irgendwo, geht mir aus dem Weg. Hier ist doch, hier, das muss doch hier irgendwo sein. Auf dich selbst zu heilen. Jawohl. Jetzt müssen wir sowieso schon wieder Blut saugen gehen. Los, zeig mir. Ich will wissen, was da drin ist. Ich bin hier schon richtig. Komm, geh mir aus dem Weg. Geh mir aus dem Weg. Komm, los. So, irgendwo hier. Aha. So, jetzt aber.
Los, gib mir irgendein gutes Artefakt. Und? Schild der Hast und eine Rune der Verdammnis. Na, guck doch mal einer an. Verdammnis klinge noch stärker. 72 erstes halt immer noch so viel schlechter. Ich habe mittlerweile, glaube ich, schon 3 Runen oder so gefunden. Was ist denn der Schild der Hast? 50 Geschwindigkeit, 120 Abwehr und Ausweichen. Dafür aber minus 100 Intelligenz. Es ist auf einmal so still. 100 Abwehr, 20 Angriff. Na, machen wir es halt so. Ja, machen wir es halt so. Moment mal, war ich da im Norden schon? Ja. Okay. Naja, das war jetzt in Ordnung. Wir gehen mal schnell noch irgendwo Blut saugen, in irgendeiner Stadt oder so. Und dann gehen wir mal zurück in die... ihr wisst schon wohin. Ich könnte ja nochmal schnell nach Stan schauen. Kriegt er eigentlich irgendwann noch bessere Särge? Ah, jetzt hat er schon so rote Särge. Schauen wir mal. Vielleicht war genau Level 60 so die Grenze. So, was haben wir denn hier? Diesen herrlichen Sack mit Seidenverkleidung. Ein Stück, 2500. 4 Stück. Vielen Dank, wohin? Ins Schloss der Aldanes. Kein Problem, kommen Sie bitte bald wieder. Also ich gehe mal davon aus, dass die jetzt vielleicht alle negativen Zustände oder so heilen. Speichern wir mal ab zurück an den gespeicherten Ort. So, da sind wir wieder. So, lass mal Walner. Wobei, der hat genug Blut, dass zwei trinken können. So sieht es doch gleich viel schöner aus. Ja, die Artefakte hauen mich jetzt nicht um. Also das sind eigentlich alles so Artefakte, wo ich mir denke, die könnte ich eigentlich direkt in Yharnam abgeben. Weiß nicht, die sind alle irgendwie so... jetzt blutet der Werwolf. Die Belohnung, die ich da kriegen würde, die gibt mir immer mehr Geld und immer mehr bessere Items. Ach, Moment, hieran erinnere ich mich auch. Ja, da steht was auf der... Ich soll, glaube ich, so ein Kreuz zeichnen. Symbol ist das Ziel. Suche den Weg, finde das Ergebnis von 4... Von 9 plus 4 ohne 9 und 4. Also er will nur das Plus haben. Ja, so... Ich weiß nicht, ob ich als Kind hier durchgekommen bin. Wenn ich mir diese Rätsel so anschaue, kann das sein, dass ich da vielleicht als Kind irgendwann gesagt habe, ähnlich wie ein Trader. Ich glaube, ich werde nie vergessen, wie ich als Kind den Tradern immer aufhören musste. Weil ich dieses blöde Rätsel mit diesen 4 Säulen da nicht lösen kann. Das war ja auch kein Rätsel, du hast ja auch, glaube ich, keinen Hinweis gekriegt. Oh, ganz ehrlich, kannst du das mal lassen? Blutungen. Der blutet mit Sicherheit schon wieder. Wie wär's denn mal mit Tornado? Zack, 507 Schaden. Die mögen meinen Werwolf aber auch nicht.
Das erinnert mich immer so ein bisschen an... Ich muss immer Vampire Stone 3 denken, weil da war das nämlich auch so geregelt, dass die Gegner sehr, sehr gerne deine beschworenen Einheiten angegriffen haben. Aha. Rezept? Rezept weißer Schild. Ja, das sind alles irgendwelche Buff-Zauber, die ich dann mal vielleicht fürs Endgame bei irgendwelchen Bosskämpfen oder so machen kann. Klick! Ritter auf Farron. Wie viel sind denn in Farron? Okay, 16 gegen 24. Kommt schon, die Ritter müssen wir mittlerweile aber locker in die Tasche stecken. Dieser peinliche Clan der Ritter der Heiligen irgendwas. Solltet ihr nicht langsam ausgerottet sein? Kommt schon, Leute. Oh, Leute, lasst euch doch nicht töten. Ich hätte den Werwolf direkt am Anfang reinschicken sollen. Der Werwolf hat wahrscheinlich so eine Chance von 80 oder 90% mittlerweile, gegen diese Ritter zu gewinnen. Ja, also das gefällt mir nicht, was ihr da so macht. Ich meine, natürlich gewinnen wir, aber... Wir hatten vorher 27 Leute drin, jetzt sind noch 11 drin und die hatten zu 17 angegriffen. Ja, wir haben fast eine 1:1 Statistik, das haut mich ja mal überhaupt nicht um. Naja, das geht besser, ihr schwächlichen Söldner. Ich nehme aber auch jeden von diesen Dingern mit, ich nehme wirklich jeden mit. Ja, alles was kostenlos ist, nur her damit. Ja, buff du dich ruhig. Ah ja, Blut, 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 Blut. Boah, Wallen hatte noch 5 Blut übrig. Mach die mal stumm oder so. So, 187, was? Das schöne Licht der Vergeltung. Okay, komm her, Schlangenmensch. Wie wär's denn mal mit... Die, könnt ihr mal meinen Werwolf in Ruhe lassen? Wie wär's denn mal mit einem Säuretrank? Dass ihr mal ein bisschen mehr Schaden macht. Ja, ich weiß nicht. Wie vorher gesagt, so Abraxas Turm und die Pyramide waren immer schon so ein bisschen so... Oh, muss ich da jetzt wirklich durch? Wobei ich jetzt gar nicht mal hundertprozentig weiß, was im Zweier da unten auf mich wartet. Ich glaube, da kommt nicht mal ein Bosskampf. Ich glaube, da kommt eine ganze Menge Story und ich glaube, ich werde irgendwie vergiftet oder so. Beziehungsweise nicht vergiftet, sondern dieses Verwesen oder was das ist. Das kriege ich, glaube ich, hier unten. Das ist schon so lange her. Ah, Moment mal, aber um auf die Verwesung, um die zu heilen... Um die Verwesung zu heilen. Süße Rache. Kann ich, glaube ich, diesen magischen Schlüssel benutzen, den ich in einem von den Schlössern gefunden habe. Schon wieder diese Stimmen. Versuch sie einfach zu ignorieren. Ja, aber ich werde aber nicht ignorieren, wie Walnut durchtritt. Mach dir mal keine falschen Hoffnungen. Ja, wie lange du dich noch unter Kontrolle hast. Aber wenn sie da gelacht haben, dann geht's da weiter. Also gehen wir erstmal hier lang.
Dass wir auch wirklich alles gelootet haben. Ja, da muss ich noch irgendwie rein. Ich habe jetzt aber keinen Schalter irgendwo gesehen. Gib, 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 gib! Was ein Speicherstein, was? Weiß nicht, die Truhe sah irgendwie, die Truhe sah irgendwie besonders aus. Alles mitnehmen, was kostenlos ist, ich sag's ja. Autsch. Vor allem, wenn ich den Weg wieder hochlaufe, muss ich durch dieselbe Falle nochmal durch. Okay, hier lohnen sich doch mal ein paar Flächenangriffe. Wie wär's denn mal mit... Wie wär's denn mal mit einem Giftnebel? So, du darfst mal da... Oh, wobei, du hattest volles Blut. Ja, Hauptsache Gift und Bluten, jetzt könnt ihr euch durchklicken. Na, da lohnt sich doch mal der Spiegel. Jawoll, das hat sich aber richtig gelohnt. Ja, mittlerweile lässt ja der Spiegel noch so ein bisschen, so ein paar Flächenangriffe hat er reflektiert und so. Ansonsten war er, naja. Ding, ding, ding. Wallner Level 62. Autsch. Ich kann ja mal testen, was die verbesserten Särge machen können. Ich teleportiere mich jetzt, glaube ich, mal zurück nach dem... Nach hier teleportiere ich mich jetzt mal zurück, dann kann ich nämlich da mal die Krankheit heilen. Und kann mal gucken, was diese roten Särge jetzt machen. Und was machen die roten? LP und alle Statuseffekte der Gruppe. Naja. Naja. Ich muss mal, nachdem Farron angegriffen worden ist, muss ich mal von Askas Schloss einige umverlegen. Das letzte Schloss der Elras könnte ich vielleicht auch mal angreifen. Mit dem letzten Schloss der Menschen will ich noch ein bisschen warten. Hier sind auch nur 18 drin in Yola. Wenn da einmal die Elras angreifen, dann war's das direkt. Egal, wir speichern mal zwischen und machen dann mal in der nächsten Runde die Pyramide fertig, weil ich glaube, da bin ich noch ein bisschen unterwegs. So, wir speichern hier mal ab und dann gebe ich auch mal die Artefakte, die ich habe, gebe ich mal in Yalum ab, weil so dolle sind die jetzt auch nicht. Und dann kriege ich dafür wenigstens noch mal ein bisschen Geld. Für neue Söldner, dann hole ich mir mal das letzte Schloss, glaube ich. Aber wir haben in der Pyramide erst noch mal ein bisschen was zu tun. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Runde wieder und bis dahin, meine Lieben, zum nächsten Mal.